Wieder in der Küche. Warum? Es ist Wochenende. Und für alle, die gerade in der Gewichtsreduktion stecken, für alle Low-Carb-Fanatiker, für alle kaloriensparenden Kohlenhydrat-Eliminierer gibt es heute Low-Carb-Wraps. Und zwar, Basic ist der Pizzaboden, den kennt ihr schon von mir. Und dafür brauche ich 3 Eier. Ich brauche Frischkäse, mageren Frischkäse. Ich brauche 1/4 Teelöffel Backpulver. Ich benötige 2 Schüsseln und ganz wichtig, Backpapier und noch ein bisschen Knoblauchsalz und einen Mixer und die Füllung Salat und Gemüse und Mozzarella Light mit Pfeffer und ein bisschen Tomaten klein. Eiklar und Eigelb getrennt. Mit dem Mixer das Eiklar verwirren. Ins Eiklar 1/4 Teelöffel, ja, noch ein kleines bisschen Backpulver. Nicht vergessen. Und gleich nochmal 3 Esslöffel Frischkäse zum Eigelb. Schneebesen bzw. Mixer. Das Eiklar mit Backpulver untergemischt. Bitte nicht verrühren in Form von Schneebesen, sondern mit dem Löffel unterziehen. Unter den Frischkäse und unter die Eier. Schön unterziehen, bis es eine gleichmäßige Farbe gibt. Ab aufs Backblech, Teig gleichmäßig verteilt. Mache ein klein bisschen Knoblauchsalz drüber. Gibt einen leckeren Geschmack. So, ab in den Backofen vorgeheizt, 150 Grad Ober- und Unterhitze und das Ganze für 10 Minuten, nach 10 Minuten kommt er raus, wird es umgedreht, nochmal 5 Minuten und dann ist er so. 10 Minuten haben wir gereicht, es waren 14 Minuten, damit gleich die Bräune da ist, Backpapier oben drauf. Einmal drehen, umgedreht, Backpapier abgezogen und jetzt nochmal in den Backofen für 4 bis 5 Minuten, das ist das Modell. Dann machen wir ein wenig Salat rein. So, jetzt kommt das Gemüse drauf. Paprikawürfelchen, gelbe Paprikawürfelchen, Mozzarella Light mit Pfeffer und noch ein bisschen Tomaten. Und jetzt kommt der Moment, wo der Hund ins Wasser rennt. Wrap fertig. Jetzt nehme ich das Backpapier. So. So haben wir das gelernt. Bei unseren türkischen Freunden. Und zwar, wenn sie einen Yufka machen. Das war wieder einmal experimentelles Kochen. Backen, warum? Ich wusste nicht, ob das was wird, aber es wird was. Ein Low-Carb Yufka, ein Low-Carb Wrap. Das Ganze auch noch vegetarisch. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ich lasse mir das jetzt schmecken.